Jakob Pistor, heute 25 Minuten gespielt, zwei Hütten. Wie fühlt sich nach dem Spiel? Also erstmal bin ich froh, dass wir gewonnen haben. Dass ich zwei Tore machen konnte, war natürlich umso schöner. Da wurde so ein bisschen der lange Atem von den letzten Wochen belohnt. Und ja, wie gesagt, die drei Punkte waren aber wichtiger. Wir haben recht bescheiden zwei Tore gemacht heute. Wie geht es dir wirklich nach diesem Spiel? Ja, findest du natürlich geil an. Nee, ich habe die letzten Wochen hart an mir gearbeitet, habe Zusatzschichten vor und nach dem Training gemacht und in solchen Momenten weiß man auch wieder, wofür man das macht. Ne? Von daher ist es ein tolles Gefühl. Okay. Wie hast du das Spiel gesehen, gerade auch mit dem frühen Führungstreffer 1-0? Wie ist das Spiel deiner Meinung nach gelaufen? Ja, eigentlich genau das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten ein schnelles Tor schießen, konnten dann noch ein schnelles zweites nachlegen, was auch wichtig war. Dann war so ein bisschen die Luft raus, dann hat man gemerkt, es wird das Spiel ein bisschen langsam, aber ja, in der zweiten Halbzeit konnten wir dann nochmal das Balltempo erhöhen. Klar hatten wir natürlich auch bedingt dadurch, dass der Gegner zu 10 gespielt hat, dann auch ein paar größere Räume, aber wir haben das dann gut gemacht und am Ende auch verdient in der Höhe gewonnen. Okay, jetzt ist ja eine Woche erstmal Pause, dann geht es am Sonntag nach Sporkhövel auf Kunstrasen. Der Platz wird dann unter anderen Bedingungen sein wie heute hier. Was nehmt ihr aus diesem Spiel mit für die kommende Aufgabe? Ja, mit dem Ball wollen wir daran anknüpfen halt, ne? Weiterhin attraktiven Fußball zeigen. Sporkhövel wird wieder ein anderes Spiel, da ist viel Körperlichkeit auch wieder gefragt. Und wir wollen aber natürlich den positiven Trend aus den letzten Wochen einfach beibehalten und weiterhin die drei Punkte auch auswärts einfahren. Danke dir. Sehr gerne. So, Thorsten Nembauer, 5-0 heute hier zu Hause gegen TuS Bövinghausen. Das war wahrscheinlich so nicht geplant, oder? Ja, wenn man sowas planen könnte, ne, dann würde man das ja Woche für Woche machen. Nee, das ist einfach nur die Konsequenz aus der guten Arbeit der Jungs der letzten Woche. Okay, was ist denn bei diesem Spiel heute anders gelaufen als jetzt zum Beispiel am grünen Donnerstag gegen Erkenschwick? Erstmal ist ein ganz anderer Gegner, ganz andere Qualität auf dem Platz gewesen, das muss man auch sagen am Ende des Tages, aber nichtsdestotrotz war der größte Unterschied, glaube ich, dass wir mit den ersten beiden Chancen auch die zwei Tore gemacht haben und uns dann in so einen sogenannten Flow reingebracht haben und unsere Torchancen ausgenutzt haben. Das haben wir gegen Erkenschwick nicht geschafft und das war eigentlich der Unterschied. Okay. Was nehmt ihr denn aus diesem Spiel jetzt heute mit für die kommende Aufgabe jetzt gegen Sporkhövel? Also erstmal genießen wir heute das Spiel. Wir sind glücklich, dass wir dieses Spiel so souverän gewonnen haben. Das war ganz gut für Sergen und mich, dass wir mal ein bisschen beruhigter auf der Trainerbank sitzen konnten, entspannt sein und genießen auch ein Stück weit, genießen. Und jetzt wollen wir das natürlich mit in die nächste Woche nehmen, dass wir einfach Step by Step auch diese Entwicklung mitnehmen. Also wenn man die Zuschauerzahlen jetzt sieht, auch am Donnerstag und auch heute, war das ja wieder beachtlich. Vielleicht noch ein Wort dazu? Ja, das ist ein Stück weit auch ein Teil davon, dass die Jungs so funktionieren, weil es ist immer ein gutes Gefühl. Es gibt ein etwas prominenteres Beispiel oder etwas größeres Beispiel im Moment in Alemannia Aachen, wo die Zuschauer auch die Mannschaft von Woche zu Woche nach vorne peitschen. Und wir haben im Moment auch dieses Gefühl. Ich hoffe, dass noch mehr Siegerländer hier ins Stadion kommen, um uns zu unterstützen. Was wir versprechen können, ist halt immer einen absolut leidenschaftlichen Fußball. Danke dir. Bitte.